Hallo Leute, hier ist wieder MacFesto 2051 und herzlich willkommen zurück zu unserer 39. Folge von unseren Let's Play Classics mit Might und Magic 3. Es tut mir recht herzlich leid, dass es jetzt 2 Wochen keine neue Folge gegeben hat, aber wenn das Real Life einmal zuschlägt, dann erliegt halt das Hobby. Und ich versuche jetzt wieder regelmäßig Folgen herauszubringen, habe auch schon fleißig viele Folgen am Wochenende konvertiert, die ich mit Mavia noch vor dem ganzen Stress aufgenommen habe. Und deswegen kann ich euch ankündigen, dass wir demnächst Serious Sam The First Encounter in High Definition spielen werden. Oder besser gesagt, dass ihr das dann demnächst sehen könnt. Und ansonsten stürzen wir uns schnell wieder in Might & Magic 3. Wir befinden uns noch in der Drachenhöhle, jawohl, und hatten dort irgendwelche Rätsel. Und ich habe dann mal getestet und ausprobiert, wo uns diese hinführen. Und dann müssten wir hier theoretisch noch ein paar Geheimsachen finden können. Das kommt davon, wenn man nicht aufpasst. Und zwar müssten wir erstmal auf die Höhe 11, 15, 4 weiter. Höhe 11, genau. Und nach hier. Und dann teleportieren wir uns mal von hier. Warte, wir sind auf 12, 11. Ich habe errechnet, dass es 7, 11 sein müsste. Dann teleportieren wir uns 5 Felder nach vorne. Und oha. Wunderbar. Wir sind mitten in der Schatzkammer. Oh, und finden 1 Million Gold. Und gleich noch eine. Das ist immer mächtig. Ah, mittendrin. Aha. Wunderbar. Und dann natürlich wieder nach draußen. Das nächste müsste 18.11 sein. Ich nehme an, dass wir uns dann wohl in diese Richtung teleportieren müssen. Ich habe es jetzt nur den da vorne getestet. Das sind bestimmt auch wieder 5 Felder. Jawohl. Und noch 1 Million Gold. Ui, ui, ui. 4 Millionen Gold. So schnell. Das alles in der Drachenhöhle. Schauen wir doch mal auf die Karte. Der nächste ist in Höhe 16. Dann müssen wir 1, 2, 3, 4... 5 nach oben oder so. Das ist schon Höhe 17, aber es ist erst die 19, dann ist das wahrscheinlich hier hinten irgendwo. So, schauen wir mal, Höhe 18, 16 die Höhe und dann habe ich berechnet 29, das sind auch wieder 5 von hier aus. Und wieder 1 Million Gold. Markus fragt, kann man aus dieser Horrorstory noch aussteigen? Shivi grüßt Danny, John C. und Diana. Alex sagt, Hi Geli-Maus. Jörg sagt, der Skipper hatte immer mehr Glück. Okay, das scheint wohl so ein interner Spaß zu sein. Ich denke mal, das sind dann Kommentare und Zitate von den Entwicklern. Der Spruch hat versagt. 1, 2, 3, 4 und nur 4. Ich muss nur 4 springen, dann ist es natürlich kein Wunder, dass der Zauber nicht funktioniert. Mitten in die Wand wollen wir nicht. Und damit haben wir dann auch, Moment, jetzt habe ich natürlich keinen Stift hier, super, die Drachenhöhle abgeschlossen. Sehr schön. Und wenn wir dies haben, dann benutzen wir das Signal und kehren dorthin zurück. Ja, nicht in der Höhle. Irgendwann sollte ich es aber wissen. Ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal versucht, dass man in der Drachenhöhle kein Signal benutzen darf. Deswegen machen wir das dann halt am Höhlenausgang. Und damit haben wir die Drachenhöhle abgeschlossen. Die ich, glaube ich, noch nicht auf meinem Zettel notiert habe. Moment, das ist die Drachenhöhle. Und zwar ist diese in F1, 10, 10. Ich mache direkt ein X vorne dran. Und wir waren auch in der Blutbad-Kathedrale. Dort habe ich auch vergessen abzukreuzen, dass wir dort waren. Und dann speichern wir. Und ich weiß gar nicht, ob ich nicht hier das Signal habe. Testen wir das doch mal. Ich glaube, ich habe das sogar hier gesetzt. Ja, habe ich. Dann gehen wir halt mit dem Portal zurück nach Fountainhead und zahlen dort erstmal unser Geld bei der Bank ein. Zumindest mal das meiste. Ja, ich will einzahlen. Hier. Edelsteine, ja, 2110. Und Gold natürlich direkt 5 Millionen.
No, 250.000 können wir noch behalten. Das ist völlig in Ordnung. 23 Millionen Gold auf der Bank. Ich glaube, ich habe mich aufgepasst. Waren es 10.000 oder 100.000 Edelsteine? Jede Menge jedenfalls. Und ja, wir hätten gerne Hilfe. Und hier heilen wir dann einfach mal alle. Einfach nur, weil ich zu faul bin. Und spenden können wir da auch mal. Okay, es sind immer 7 Spenden pro Person. So, mit Daumen ginge das besser. Noch aus der alten Super Metroid-Zeit, da konnte ich das mal sehr gut. 5 oder 10 Raketen auf Tür und Füßen war damals kein Problem. So, wenn wir jetzt gerade hier sind, schaue ich mal meine Zettel durch. Irgendwo steht doch, dass wir überall spenden müssen. Ach Gott, habe ich die Zettel noch doppelseitig beschrieben? Das ist natürlich ungünstig. Bete in allen Tempeln. B2311. Da ist das. B2311. Dann speichern wir ab und gehen mal schauen, was passiert, wenn ich in allen Tempeln gebetet habe. Das sollten wir inzwischen getan haben. War das wirklich beten, nicht spenden? Egal. A2. B2 ist dann hier drüben. Oh. Und 3.11. Das könnte theoretisch hier sein. Ein riesiger Skarabäus aus purem Marmor füllte mit trockenes Blut von Opfer und klebt an Tag. Wollt ihr beim Insektenschrein beten? Für die Spenden werdet ihr belohnt. Oh, Varuna und ich haben Sachen gefunden. Ein Obsidian-Kamee. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon hatte. Stahllederrüstung. Kristall-Wakasaki. Okay, schauen wir mal, ob das Obsidian-Kamee bereits da war. Jetzt habe ich natürlich nicht gespeichert. Ah, ärgerlich. So, das Ganze noch einmal. So, und wir gehen direkt hier rüber. Und am besten auch noch direkt auf das Feld. Jawohl, das ist 3.11. Und dort beten wir nochmal. Ich habe natürlich wieder nicht aufgepasst. Was haben wir bereits dabei? Das Kami. Sehr schön. So. Alles hinter dem Kami haben wir gefunden. Schauen wir mal, ob sich das lohnt. Ah. Bronze, Messing, Perlen, Korallen, Kristall. Ja, schade. Das scheint ein früher Auftrag zu sein. Gut, wir haben ihn abgehakt und leider nur Mist gefunden. Jetzt habe ich etwas im Auge. Moment. Ah. So, dann können wir zurück auf die Insel. Zurück zur eisigen Insel und dort besiegen wir dann einfach mal ein paar Gegner. Na, finden wir doch erstmal was hier. Super. Maruna findet Zeug, dafür sterben alle. Nur Mist. Also heute haben wir echt Pech. Ich lade gleich nochmal und irgendwie fühle ich mich verarscht. So, jetzt nehmen wir alles hier mit. Wir finden ja eh nur Mist. Das wissen wir schon. Korallen, schockierender Stab. Okay. Dort wirklich nur Mist. Und zurück zu dem Signal. Und dann speichern wir als allererstes ab, weil wir wissen, jetzt finden wir was und dann sterben wir. Maruna findet Sachen. Immerhin Diamant. Ein Saphir-Umhang ist doch immerhin schon etwas. Aber ansonsten ist es jetzt nicht berauschend. Schade, schade. Dann gehen wir mal ein bisschen auf die Heilschiene. Wo haben wir denn die Heilung? Extra Heilung. Damit wir Mavia wieder bewusstlos... zu Bewusstsein bekommen. Nicht bewusstlos. Und dann töten wir mal ein paar von den Schützen, die hier so fleuchen und keuchen. Nein, das ist glaube ich keuchen und fleuchen. Wie rum auch immer. So. Ja, hier waren wir irgendwie noch nirgendwo sinnvoll. Autsch. Mehr Schützen. Keine Ahnung, wo diese herkommen. Und schon wieder haben wir etwas gefunden.
So, unsere Klerikerin hat Sachen gefunden. Und wieder nichts Tolles dabei, ein Toredelstein. Rune hat nichts gefunden. Wahrscheinlich, weil er bewusstlos war, aber er hätte es wahrscheinlich ins Inventar gedrückt bekommen. Obsidian-Medaillon, kann man das noch anlegen? Du hast alle Medaillen angelegt, die du. Alle Medal angelegt, die du anlegen kannst. Gut, dann legen wir das ab und das an und das geben wir direkt weiter. Ach ja, der Rucksack ist ja voll. Gut, das muss ich dann mal noch demnächst verkaufen. Und dann heilen wir mal wieder alle. Und ich mache jetzt erstmal einmal vorbei an der Karte. Es ist eh dunkel und wird demnächst Tag, dann sind die ganzen Buffs wieder weg. Genau wie hier zu sehen ist. Wo die einfachen Schützen besiegen auch so. So, ich gehe erstmal die Insel mit euch ablaufen. Damit wir schon mal die Umrisse haben. Das ist doch im späteren Spielverlauf immer sehr praktisch. So. Wieder ein Schütze. Das habe ich hier vergessen. So, ich weiß, das ist jetzt nicht sonderlich interessant für euch, einfach hier langlaufen. Aber so waren die Spiele damals. Da hat man immer geschaut, dass man alles erkundet hat. Oh, schon wieder dunkel, aber ich glaube, wir sind jetzt einmal drumherum, oder? Ja, sehr schön. Dann, was machen wir denn dann? Dann zaubern wir uns direkt zurück. Wo war das Portal? Hier. Auf nach Fountainhead. Dort machen wir direkt. Ein Nickerchen ist die Taverne. Wir machen ein Nickerchen vor dem Tempel. Spenden wieder mit allen Charakteren. Und verkaufen mal ein bisschen von dem ganzen Krams, den wir so dabei haben. Das war, glaube ich, hier. Damit wir nochmal ein bisschen Platz haben. Silberumhang brauchen wir nicht aufzuheben. Goldener Kurzbogen, weg damit. Platinkrone heben wir noch auf. Eine Rubin, Gilde, Einfrierstab, Goldhandschuhe. Platin-Tiara weg damit, Korallensäbel erst recht. Und das alles weg damit. Bernstein-Polsterrüstung, Kristall, Platin. Diamant-Armbrust hebe ich mal noch auf. Der Goldhelm nicht. Die Waffe auch nicht. Und das Goldkami kann man auch mal noch aufheben. So. Dann können wir ihr noch Waffen in die Hand drücken? Eine Rubinglefe. Klingt zwar schön, ist aber jetzt auch nicht das Wahre vom Ei. Ausrüsten werde ich das ein andermal. So. Wir drücken alles hier in die Hand. Zumindest alles, was man vielleicht mal irgendwann. Oh, den Edelstein heben wir auch noch auf. Man weiß ja nicht, was es ist. So. Und dann reparieren wir mal die ganzen Ausrüstungsgegenstände. Ist mal wieder alles kaputt hier. Mir wird es jetzt wieder bei mir beschweren, dass ich das jedes Mal vergesse, aber ich weiß nicht, dass. Ist halt in meiner Natur. So, ich habe wieder einen Platz für Krams. Laruna erst recht. Und unsere Klerikerin auch noch. So können wir uns dann doch wieder in die Gegner werfen. Schauen wir doch mal. Okay. Leveln brauchen wir auch nicht. Wunderbar. Dann zurück zum Signal. Wunderbar. Und wir speichern direkt ab. Man weiß ja nie, was passiert. Und ich habe natürlich vergessen, den Magierblick zu zaubern. Aber das geht alles so. Einmal hier hin und dahin zurück. So. Schauen wir doch mal, dass wir jetzt hier alles in Ruhe abrastern. Autsch, was war das denn? Ich habe nicht aufgepasst. Ging zu schnell. Vielleicht sollten wir noch Schweben aktivieren, nicht dass hier irgendwelche Fallen sind. Hätte ich früher dran denken können. Wo ist denn Schweben? Da oben 5 Magiepunkte, das wusste ich.
Sag mal, was haben die denn hier in diesen Felsen, dass man dauernd Schmerzen bekommt? Ja, ich speichere ab, wenn ich was freilege. Haben doch jetzt oft genug gemerkt, dass es nicht so gut läuft. Schild, Speer, Säbel, Rober, Stiefel und so weiter, alles zu mir. Bewegungsstahlstiefel. Gut, unsere Klerikerin muss uns wieder heilen. Und wahrscheinlich ist wieder bei allen die Rüstung kaputt gegangen. Dann kotz ich doch. Ah. Wozu repariere ich die überhaupt? Verrat mir das mal bitte jemand. Bringen tut's ja eh nichts. So, wir haben schon wieder Abend. Und ja gut, wenigstens haben wir die Frostinsel bald erkundet. Bei der Pyramide waren wir auch schon. Da waren, glaube ich, viel zu viele, viel zu starke Gegner. Und wir haben wieder Morgen. So. Jo. Vorher steht eine Marmorstatue. Wollt ihr den perfekten Krieger des Lebens ehren und 10.000 Gold spenden? Das hatten wir doch, glaube ich, schon mal. Ich glaube, das macht dann die Attribute hoch. Wir testen es nochmal. Eure Haut wurde magisch verstärkt. Warum hat das bei ihm nicht geklappt? Hm. Okay, boah. 160 Trefferpunkte, das ist ja gar nichts. Das ist echt langweilig, das muss ich noch nicht mal notieren. Achso, das gibt mehr als Tester. Ah, okay. Ja, das sind immerhin 500 Trefferpunkte pro Person. Das notiere ich dann doch mal. Wo habe ich den passenden Zettel? Plus 500 Trefferpunkte für 10.000 Gold. Und zwar F1 25. Oh ja, wieder etwas im Schnee. Das heißt, wir kriegen gleich wieder Probleme. Autsch. Aber Krams für Varuna. Wieder nichts Besonderes. Schade. Oh. Keine Magiepunkte mehr. Dann muss ich wohl Maximus heilen. Aber ansonsten ist jetzt hier nichts Interessantes auf der Insel zu finden. Ich glaube, hier war noch irgendwo eine Statue. Ich glaube, wir sind gerade dran vorbeigelaufen. Der perfekte Krieger der Genauigkeit. Das speichern wir auch nochmal ab und schauen nach. Ich habe jetzt 30 Genauigkeit. 20.000 Gold. Boah. Okay, plus 100 Genauigkeit. Für 20.000 Gold. Boah, da muss man es schon echt nötig haben. Das ist jetzt E1 14 8. Aber wir sollten nochmal laden, sonst sind die 20.000 Gold weg. So, und weiter geht's. Bald haben wir die Frostinsel hinter uns. Ich weiß gar nicht, ob wir im Schloss schon waren oder ob ich jetzt da oben die Ecke übersprungen habe. Die Ecke habe ich übersprungen. Schloss Drachenzahn. Klingt interessant und wichtig, aber ich weiß nicht, ob wir dort schon waren. So, der perfekte Krieger der Macht. Für 10.000 Gold. Ja, das müssen wir jetzt auch nochmal testen. 125 Macht. Das sind dann auch so plus 100 Macht. Wieder für 10.000 Gold. Und zwar bei 10.7. Nee, E1 10.7. Bald haben wir die Insel, dann können wir uns nächstes Mal nach Schloss Drachenzahn begeben. Ich weiß jetzt einfach nicht mehr, ob wir schon dort waren. Aber das muss ich heute auf jeden Fall noch einmal überprüfen in dieser Folge. Das wäre echt ärgerlich, wenn wir uns vornehmen, nach Schloss Drachenzahn zu gehen. Und dann war ich dort schon. So, der perfekte Krieger der Ausdauer für 5.000 Gold. Testen wir das auch nochmal. 70 Ausdauer.
Gut, dann sind das plus 100 Ausdauer. Das sind irgendwie alle Krieger. Ich habe die Dinger schon mal gesehen, aber dass das echt so viele sind, ist mir damals nicht aufgefallen. So, E1, 7, 11. Auf die 5000 Gold, sollten wir nicht mal ankommen. Dafür lohnt sich das Laden nicht. So, oh, schon wieder etwas Vergrabenes. Gespannt, wer jetzt wieder das Zeitliche segnet. Runa findet Zeug und Resurrector auch. Eine Obsidian-Axt. Da war tatsächlich mal was Gutes dabei. Schade. So, jetzt habe ich natürlich verpolt, in welche Richtung wir laufen müssen. Nach Süden, nach Norden. Aha, der Geschwindigkeit. Das sind dann wahrscheinlich 100 Geschwindigkeit. Wir speichern ab und schauen uns das Ganze an. 83 Tempo, jawohl. Plus 100 Geschwindigkeit für 15.000. Und das Ganze ist dann auf E1, 4 und 10. Ja, auf das bisschen Gold schmeißen wir auch mal gerade noch und machen die dumme Insel endlich fertig. Ich habe keine Lust mehr. Ehrlich gesagt möchte ich aber nicht schon wieder Schaden kriegen. Gegenstände. Ich werfe jetzt einfach welche weg. Goldkamee kann man noch aufheben. Das hatte ich eh alles aufgeben. Ein Silberspeer. Tschüss. Eine Eisenrobe. Tschüss. Bernsteinsäbel erst recht. Ein Stahlspielerprügel. Platinschild, aber das klingt teuer. Eisentotschläger, schmeißen wir weg. Silberlederrüstung, Freedival und ein Quarzring, auch weg damit. Dann können wir jetzt speichern und mal schauen, was wir diesmal finden, falls wir es überleben. So, da haben wir wieder lustige Sachen gefunden. Ich habe ehrlich gesagt nicht weiter aufgepasst. Gleißende Eisenstiefel. Aber wir schaffen es hier fertig zu werden. Wunderbar. Gut. Das war's davon. Wir speichern noch einmal ab. Wir nutzen das Portal, um in die Stadt zu kommen. Auf nach Fountainhead. Und dann, was machen wir denn dann? Wir gehen zum Tempel, machen dort ein Nickerchen. Boosten uns nochmal. Oh, 10-mal Spenden pro Person. So, wir haben früh am Morgen extra Geld und Co. haben wir keins. Das heißt, ich kann jetzt zwischen den Folgen endlich mal das Inventar nochmal aufräumen. Schauen, was wir da alles haben. Und dann schauen wir uns das nächste Mal bei Schloss Drachenzahn um. Das wollte ich zwar diese Folge machen, bin aber jetzt doch nicht mehr dazu gekommen. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Aber nächste Folge ist das Erste, was wir tun werden. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lassen wir doch bitte einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr weitere News und Infos wollt, schauen bitte auf Twitter vorbei. Und wie gesagt, demnächst geht unsere neue Serious Sam The First Encounter High Definition Let's Play Serie los. Mit Mavia und mir. Vielen Dank nochmal und bis demnächst. Tschüss, euer MacFisto. Ciao.